Make-up alles kann, oder? In Sachsen heißt es heute Feiertag, Buß- und Bettag, um es genau zu nehmen. Und deswegen gehen wir heute zum Dienstag ins auf Rauze. Kraftwerk Mitte. So sieht's aus. Dort feiern wir heute mit Gestört aber geil einen knackigen Abend. Ausverkauftes Haus und ich glaube, das lohnt. Ja. F U N K F U N K F U N K F U N K F U N K F U N K Wir sind hier vor dem Kraftwerk Mitte in Dresden. Und nein, das ist nicht der Clubbing Man. Nein. Das ist auch nicht Miley Cyrus. Nein, erst recht nicht. Nein, das ist der Alex Reger. Alex Reger. Richtig. Genau. Ich gucke jedes Mal, wenn ihr so ein Video da unten gestellt habt, gucke ich jedes Mal. Und das Schönste ist immer, wenn du betrunken warst. Aber ich bin heute nicht betrunken. Nein, natürlich nicht. Prost. Noch nicht. Gehen wir wieder rein, es regnet! Wie heißt du eigentlich richtig? Richtig heiße ich Dirk. Und wie kommst du auf Alex Reger? Das ist eine Mischung aus dem Vornamen von meinen Opas. Also den Vor- und Nachnamen. Der eine heißt Alex, der andere hieß Reger. Nicht schlecht. Cool, oder? Prost!
CD laufen. Von hier mal noch am Start, hoch anständig! Hakan hat Bock! Los, kriegt euch einen da unten! Wir wollen einfach nur feiern! Hallo, hallo. Wir sind auf der Heimreise. Der liebe Alex Reger teilt sich mit mir ein Taxi, weil wir in dieselbe Richtung müssen. Wir gehen danach natürlich getrennte Wege. Sicher. Auf jeden Fall war es sehr, sehr witzig. Wir haben noch ein kleines Duett geliefert. Ja, und Ping-Pong heißt das. Ping-Pong, nicht Duett. Ping-Pong. Die Leute letztendlich komplett rausgeschmissen aus dem Laden, dass sie endlich nach Hause gehen. Leute, wir haben einen Feiertag. Wir wünschen euch eine angenehme Nachtruhe, einen angenehmen Feiertag. Und einen guten Busen-Tag. Ja, genau. Einen Busen- und das Busen- und Bettentag. Wo ist denn der Sepp? Der Sepp, der ist schon im Bett. Schön Bus. Toll, wie sich das reimt, ne? Den Gruß an den Sebastian. Ja, sind jetzt gleich zu Hause und am Samstag geht es für uns weiter in Pusnitz zur Blockparty in Pusnitz. Und da sind wir mit dem Hauskasper zusammen unterwegs und noch mit diversen anderen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wer noch. Aber wir freuen uns sehr, wünschen euch ein paar angenehme Tage und bis zum Samstag. Tschüss, ihr Lieben. Also wie man merkt, kennt sich das ja ultimativ gar nicht aus. Ja. Wir sitzen jetzt in der 8 statt in der 7. Das ist ja fast das Gleiche. Viele Wege führen nach Unity. Ach, ja.